Jeden Tag vom Frühstück
schalten Schnellkasten ein. Jetzt den Rollstuhl kann ich gehen. Und bin hier ganz allein. Und meine Mutter arbeitet. Sie sagt, das muss so sein. Denn Daddy starb vor einem Jahr auf dieser Autobahn. Er war ein Fahrer so wie du, wie er dann nicht mehr kam. Sie sagt mir auch, wie er schlimm ist. Und tut, als wenn nichts wäre. Doch jede Nacht hören sie weinen. Schweigen die ganze Dinge schwingen. Und während er so redete, da fiel es mir doch auf. Kein anderer war zu dieser Zeit auf Kanal 14 drauf. Er sagte, dieses Funkgerät von Daddy gehört jetzt mir. Es ist der schönste Zeitvertreib mit einem so wie dir. Auch Daddy sprach von unterwegs, mit mir genauso wie jetzt du. Eines Tages sagte er, mein Junge, hör mir zu, einmal, dann nehme ich dich mit auf. Und leider wurde nichts mehr draus. Ich hörte die Enttäuschung, die aus diesen Worten klang. Ich war längst stehen geblieben. Das rührte mich noch. All das ging mir zu Herzen. Ich gebe auf Job und Zeit, denn alle kommen warten. Nur dieser Junge nicht. Tut mir leid. Ich sagte, Teddy Bear, wo wohnst du? Wo liegt deine Station? Was ich zu tun hatte, das wusste ich längst schon. Nur dieser kleine Funker, der ahnte nichts davon. Er gab mir die Adresse, sagte, lebe wohl und irgendwann vielleicht bist du wieder hier, dann wäre es schön, wenn ich deinen Ruf erreiche. Dann war es still und ich gab Gas mit 80 in die Stadt. Die letzte Kurve, ich war da. Ich glaubte nicht, was ich da war. Da standen 18 LKWs. Ich war den Fremden. Sie haben alles mitgehört und fuhren hin und her. Ja, einer nach dem anderen fuhr eine Runde mit Teddybär. 18 Mal die Straße runter und 18 Mal auch rauf. Ich war ganz als letzter Kern und trug ihn auch wieder hinauf. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das so restlos glücklich war. Und seine Augen strahlten, es war einfach wunderbar. Er sagte, Vater, glaube mir, das war eine Schau. Ich fand dich wieder einmal ein, das weiß ich ganz genau. Und er hielt meine Hand die ganze Zeit schon. Ich schluchzte und sagte, ist schon gut, mein Sohn. Mein Gerät, das war noch auf Empfang, als auf einmal die Stimme einer Frau erklang. Sie sagte, und man merkte es, das Sprechen fiel ihr schwer. Hier ist der Kanal 1-4, hier spricht unser Teddybär. Den schönsten Tag in seinem Leben haben wir meinem Kind gegeben. Niemals mehr kann ich.